Willkommen zum nächsten, zur nächsten Folge. Weiter geht's mit der Story. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Heftig. Was ist ein Eis? Wir wissen es nicht. Oh, so viele Wörter. Aufstehen und trinken. Wir trinken natürlich, wir sind Johnny Silverhand. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Was für eine Ladung Dünnschiss. Komm jetzt. Dann lass deine Erklärung hören. Bin ganz Ohr? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Okay. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower. Um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Chumbas? Ich warte im Wagen.
Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Pass mal auf. Oben. Sitz. Entspann dich. Hier aus dem Weg gefallen. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Ja. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Na gut, dann quatsch mit dem Toll. Hab gehört, ihr beide werdet nicht mehr. Tja, falsch gehört. Wo ist oben? Die zeigen alle nach da. Nach da. Aus dem Weg, Johnny Silver. Johnny, hilf mir mal kurz. Was hast du? Nein, keine Zeit. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie ficken. Mhm. Sehr freut mich. Erkundige dich nach Rogue. Wo denn? Hier, guck mal. Da du weißt, mit wem er gelabert hat. Die Barleute wissen alles. Soll also oben sein. Wird wahrscheinlich nicht das gelbe T-Shirt an. Was sie in 20 oder 30 Jahren anhaben wird. Also, schauen wir mal. Na, guck mal, da ist eine Tür, da gehen wir mal rein. Johnny! Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese schleimigen Fixer-Arschlöcher. Johnny. Ich kenne dich nicht. So, ich kenne dich nicht. Weißt oder, du was? Ich habe Besseres zu tun. Rogue, gut. So eine Überraschung. Rogue. Welch nette Überraschung, dich hier zu sehen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Ich bin diskret. Mega diskret. Ich glaube nicht, dass er noch aufkreuzt. Mhm. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Hätte auch einen Job anzubieten. Hätte auch einen Job anzubieten. Es dringt, aber ich zahl gut. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Dann mach's diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Das Doppelte. Das Doppelte eurer üblichen Rate. Dreifache. Und du kommst mit. Denn wenn sie dir nicht traut, tue ich's auch nicht. Abgemacht. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny! Hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand. Sie werden uns begleiten. Klar. Lass mich noch austrinken. Tut mir nicht mal leid. Ist da noch einer? Richtig gut. Ja. Easy, ich kann doch nichts hier. Nur noch Wurstbrote. Hauptsache, der komplette Club ist leer. Reloading! Hey! Lass mir auch noch was! Ein Heli? Im Ernst? Den hast du diesmal angepasst, Johnny? Was ist los mit dir? Keine Gnade! Hol dir auf dich an!
mit dem Ding schießt, zieht man aber schlecht. Konzentration! Verdammte Verstärkung! Was zur Hölle sollte das denn? Okay. Was ist denn hier mal mit Dingens? Okay, kann ich gar nicht aufheben. Ich darf nur mit meiner Knarre schießen. Okay. Dann halt eben so. Wichtig ist, dass wir auch wieder Energie haben. Du willst haben spielen? Mit mir? Na los! Feuer frei! Feuer frei, sagt er. Los, los, los! Sehr gut! Weiter so! Kommt der hier. Die sollte es bringen! Kommt der hier wie Django. Angerannt. Er hat kein Recht zu leben. Fuck! Fahrstuhl, sofort! Wir müssen hier weg und zwar schnell! Oh, das Ding bremst aber auch mal ein, leckt mich am Bein. Wer auch sonst? Hier ist der Fahrstuhl. Schnell! Ach so, schnell! Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht mal ihre Mütter sie wieder erkennen. Komm rein hier, Pappnase! Dauert das noch länger? Am Haufen Ärger! Unten werden noch mehr sein, darauf wette ich. Ja. Ich glaub, die Wette gilt. Oh, wer hat den hier geschossen? Ungewollte Schnussabgabe! Wir parken draußen. Kommst du? Ist gar keiner. Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Hört auf, euch zu bewegen, wenn ich auf euch schieße. Oh, dem ist. Er wird dann gleich den Kopf verlieren. Los geht's. Oh. Steht er da plötzlich neben mir? Da! Informieren! Der Heli kommt zurück! Ganz sicher! Gib dir Deckung! Na, Stange! Ganz gut. Das ist ja doch zu weit. Kommen wir von hier ab! Wir sind direkt hinter dir! Na denn! Got your six. Da ist ein Heli. Wir haben jemanden am Arsch. Arsch. Sarka, Evi! Die dürfen uns nicht erwischen! Okay, wenn man dem Fahrer ins Gesicht schießt, kann der Wagen nicht mehr fahren. Habe ich festgestellt gerade. Pfiffig. Bin ich ausgebufft. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Ich glaube, die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower, haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich ruf sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher.
Noch sind uns keine Zahlen zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Okay, wir haben Aufstand angezettelt. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech. Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Was ist dein verdammtes Problem, Alter? Wir müssen den Mainframe finden. Und jetzt konzentrier dich. Bereit oder nicht, das komm ich. Stell auf, was du machst. Fick dich, du. Super, Mann. Ja. Ah. Easy. Moment, ich kümmere mich drum. Warum? Gebt mir Deckung. Was willst du tun? Beenden wir das. Hast du die Tür aufmachen? Achtung. Ich sehe vier. Auf uns zu. Kommen auf uns zu. Macht euch bereit. Bereit, das zu beenden. Ich bin kaputt. So gehörig. Aber... Wenn wir mit denen fertig sind, werden nicht bei dir umgekehrt. Wo ist denn hier so ein Power-Dings? Nur mir? Achso, runter. Zack. Zeig's ihm! Am besten trifft man eigentlich noch unten. Also. Ist doch keine Kamera mehr. Muss hier irgendwo sein. Ein Schuss drauf ist das Ding kalt. Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Ach du Scheißteil! Na klar. Versuch's hiermit. Claymore. Jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. Und jetzt? 3, 2, 1. Perfekt. Zurücktreten. Laufe Verstärkung. Hallo. Ja. Entschuldigung, ich kann hier nicht hin. Ich kann hier nicht hin. Einer? Ist deine Optik im Arsch? Ziel, verdammt nochmal!
und das ist ein Endboss. Guck mal, der Akira. Ah, das war's. So ein Zwischenboss, super Macker-Typ. Okay, aber wir wollen da unten rein. Oh, da ist sie. Verdammt, zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Alt. Alt, komm schon, tu das nicht! Sie. Fuck! Hirnstrom auf null! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun: den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts! Sie ist. Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Okay, du hast mir das Ganze mit Alten erzählt, nicht mal im Ansatz. Wow, du warst ein richtiger Flachwichser. Was ist aus Thompson geworden? Bereit? Die wichtigste Frage, was ist aus Thompson geworden? Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf? Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Warst ein richtiger Flachwichser. Wow, scharf auf den Titel Wichslappen des Jahres? Wichslappen. Was zur Hölle laberst du da? Ist egal. Hast aber in Sachen Alt einiges verschwiegen. Ach ja? Zum Beispiel? Weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. So, Voodoo Boys glauben, Alt ist hinter der Black Wall. Netwatch könnte Alt bereits aufgespürt haben und Rook ist mit Komm, wir hauen ab. Wieder? Und Rook ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie Lass Arasaka ficken brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her.
Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Okay. Also ich muss zugeben, dieses ganze Zeug ist schon schwer zu kapieren. Aber ich finde es mega spannend. Also das hätten sie ruhig mal... Ich weiß nicht, ob man das irgendwo nochmal erklärt bekommt irgendwie. Vielleicht in YouTube-Videos. Mal sehen. Einen Moment. Fragen wir erstmal ein paar Sachen. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alt's Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Noch tiefer. Jenseits gibt es keine Grenzen. Oha. Jenseits der Black Wall. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also... Du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Okay. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Okay. Hallo? Alt? Oha. Johnny. Alt Cunningham. Germans, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Sie haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Netwatch. Ja. Was? Okay. Bahnhof zukommt. Steht gar nichts.
Können wir mal gucken. Hier erreicht Netwatch mich nicht. Du bist es wirklich. Ach, da oben. Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Dir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Dreck ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen N-Gramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Okay. Scheinbar ist sie jetzt ein bisschen abgestumpfter. Halt ein Computer. Dein Auftauchen hier ist ein unnötiges Risiko. Noch ein paar Sachen fragen. Das war nicht Johnnys Schuld. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Könnt ihr das anders ausdiskutieren, wenn du nicht alt bist? Wenn du nicht alt bist, wir haben Fragen. Wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Er muss provozieren, er kann es nicht. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Dein Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein.
Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, klingt nicht so irgendwie erstrebenswert. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das Localnet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Alt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Okay. So, kommen wir erstmal aus dem kalten Wasser raus. Das nennt man dann wohl Karma. So. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist, wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Grummelbacke? Jetzt erstmal looten angesagt hier. Lass mal einfach alles mitnehmen hier. Kann ich nicht schauen. Hier kann man noch Sachen machen. Hier kann man noch Nachrichten lesen. Lieferung. Lieferung bereits abholen. Meine Signaturen sind sauber. Okay. Keine Ahnung. Dateien. Gibt's keine. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Man will immer Escape drücken, um irgendwo rauszukommen, aber ist hier immer C. Man landet also immer ständig in irgendeinem Menü. So, hier sind es noch zwei. Hier hinten ist scheinbar. Oh, guck mal hier. Danke für nichts. Gehen wir noch ein bisschen gucken hier. Gehen wir noch mal gucken. Hier hinten ist da bestimmt noch Zeug. Was ist da los? Da fait Punalga de Sakapasina Tinel. Ja, geht mal nachgucken. Da noch einer? Ja. Und Barenessa. Oh, da ist noch einer. Yomuri! Papa Kaka, répond nous dans Bataille. Jetzt hat er echt Alarm gegeben. Wissulella! Okay. Hier war doch so ein Terminal, da kann man doch bestimmt noch mal vielleicht irgendwas ausschalten. Pas j'en fais back! Nee, oder auch nicht. Können wir nicht. Hä? 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 Fußspuren? Oh oh. Da hab ich doch noch was Grünes vergessen. Wo denn? Hier scheinbar irgendwo. Hier ist irgendwas Grünes. Da! Guck mal! Nicht gelootet! Und da war noch ein Splitter oder irgendwas, hab ich gerade gesehen.
Hä? So, da. Zack. Oh. 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 La prière pour moi pas jouer nous. Ja, ja, ja. Hä? Achso, zu viele überflüssige Items, aber ist egal. Komm, schick den Kopf raus. Ich hab hier was für dich. Oh, da steht noch einer. Das ist so geil. Ach, massiv, guck mal. Guck mal, Placid will auch mitmachen. Ah, okay, da werden wir wohl gleich in den Schwertkampf müssen. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass ich zu viele Items habe. Ich liege zu viel. Okay, pass auf, wir machen das anders. Zwei Schuss noch, cool. So, wir gehen erstmal in den Rucksack und machen erstmal alles das, was weiß ist, direkt zur Tech. Ja, wir können ja hier das zerlegen und in Teile verarbeiten. Das machen wir jetzt mal direkt mit allem, was hier, was weiß ist. Wo ist es? Hier. So, und jetzt wiegen wir auch nicht mehr so viel, jetzt können wir uns wieder schnell bewegen. Dann können wir nämlich zu Placid gehen. Und mal ein bisschen... So, das waren zwei Schuss, vorbei. Hier haben wir noch 30. Run, du! Links den einen noch gucken, schade. Schade, Schokolade. Gut, also dann ab geht die Post. Remember, guys, da! So, jetzt ist es Kampf zwischen mir und Placid, das ist ganz gut. Wo ist er? Ich kann ihn noch so sehr mit seinem Gewehr da runter. So, Ausdauer töten. Oh! Komplett tot, oder was? Alter! Letzten Checkpoint laden. Müssen wir anders machen. Oh nein! Oh nö, komm jetzt. Oh. Oh. Okay. Aber dann jetzt hier kein Ungeeiere. Dann jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Nicht so viel verballern. Das erinnert mich mein Timer daran, dass jetzt hier eigentlich eine Folge zu Ende wäre. Hier ist noch ein Splitter. Den nehmen wir noch mit. Vorne war auch noch einer, wenn ich mich richtig erinnere. Hier. So, und dann gehen wir jetzt hier raus. Und hacken die Affen jetzt weg da.
Wie ging das? Ach, hier vorne in den Zug rein. Hier rein. Sasayela. Sasayemem. Sakapasila. Nous t'a fait pour nous garder Sakapasina. Hein? Wir warten jetzt, bis die gehen und dann kümmern wir uns gar nicht um den Stress hier. Sollen sie machen? Einer bleibt zurück. Den kann man von hinten vielleicht nehmen. Tschüss. Okay, was macht er jetzt? Er bewacht die Wand. Okay. Und nö? Tendez bien. Parlez-le, mon go. Vous seulement songez ces fois où les besoins en bagaille n'ont même moins. Okay, d'accord. Certains soufflent. Yo tout. Moi foutu ou parler de tout. Knack. Tschüss. So, machen wir mal kurz ein Save-Game daraus. Nicht, dass uns wieder hier so ein Missgeschick passiert. Okay. Und jetzt holen wir uns Placid. Der müsste hier rumlaufen. Man sieht Save in fast moi. Les pas jambouel, les pas café, on y a lot. Redi espé mes têtes, pas toi. Ça Brigitte parfait avec. Ça nous fait avec n'importe qui qualité ragnon. Hier liegt nochmal so eine Geschichte. Okay, das war er. Okay. Kann man den hacken? Ne, kann man nicht. Kann man den hacken? Ne, auch nicht. Kann man den hacken? Ne, nicht mit nix. Okay, das sieht gut aus. Schießt auf jeden Fall wie meine Oma. Burn, baby, burn. Oh, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Die Säule hier ist unser Freund. Oh. Tschüss. Geht doch, ey. Ja, es, nee, es ist von Ikea. Es ist ein Wurst von Ikea. So. Raus aus der Hütte. Ja, genau. Und erstmal abkacken. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Diese Drecksfotzen. Ja, ist kein Bock auf ihn, oder? Ziehst dich mal wieder aus der Affäre, dich etwa immer so an Arasaka-Dokus auf? Wow, sehr lustig. Sieh dich doch um, was die aus dem Flecken hier gemacht haben. So, hier, komm. Ich bin weg. Bis dann, Kumpel. So. Okay. Also, wie schon unterwegs erwähnt, hier ist jetzt eine Folge zu Ende. Haut rein.
Tschüss, bis zur nächsten YouTube-Folge. Macht's gut.